Und jetzt gibt es die ersten Interviews. Andreas Felber, bitte. Ja, Herr Pfeffer, wie ist es zu erklären, dass man in der ersten Halbzeit so unter die Räder gekommen ist? Ja, ich kann es nur so erklären, dass wir zu weit weg waren vom Mann, generell. Natürlich auch wir hinten, ist keine Frage. Sie haben ein leichtes Spiel gehabt und so geht es 15:0 eigentlich auch in Ordnung. Im Vorfeld dieses Spiels wurde immer wieder gesagt, man muss die Flügelzange neutralisieren. Warum ist das nicht passiert? Ja, warum? Da jetzt zwei Minuten nach Abpfiff das zu analysieren, ist sehr schwierig. Aber da müssen wir uns was einfallen und wir müssen auch hinten wirklich näher dran sein am Mann, weil sonst wird es wirklich ein schlimmes Debakel. Was kann man sich von dieser zweiten Spielhälfte noch erwarten? 0:5, Sie sind ein routinierter Spieler, Sie haben schon viele internationale Spiele gehabt. Was ist da noch drinnen? Naja, hoch werden wir es nicht mehr gewinnen, das ist einmal klar. Und jetzt ist es einmal so, dass wir wirklich das Ganze eng machen müssen und den nicht zum Spiel lassen kommen. Weil ich glaube, jetzt auf Teufel kann man rauszuspielen, dazu ist es zu spät. Uli Pfeffer, danke, dass Sie sofort zu uns gekommen sind und in Kürze geht es weiter im Studio mit Hans Huber.